Mein Name ist Philipp Sandner, ich arbeite als Professor bei der Frankfurt School, bin dort auch zuständig für den Bereich Blockchain und wir beschäftigen uns hier an der Frankfurt School jetzt schon seit einigen Jahren mit dem Thema Blockchain, auch Kryptowährungen, weil es eben zunehmend wichtiger wird. Ja, vielleicht kurz zum Bitcoin. Der Bitcoin ist eine Kryptowährung, wobei das Wort Kryptowährung eigentlich gar nicht so zutrifft. Das ist so ein bisschen so ein Artefakt, dass dieses Wort Kryptowährung entstanden ist. Eigentlich müsste man es eher Kryptoasset nennen. Und die Frage ist, was ist denn Bitcoin eigentlich? Also eine Währung ist es aus meiner Sicht nicht. Es ist eher vielleicht zu sehen als so eine Art Austauschobjekt. Und ich persönlich bin der Meinung, dass Bitcoin etwas werden kann wie digitales Gold. Also Bitcoin ist kein digitales Gold. Bitcoin könnte mal werden wie digitales Gold. Warum? Weil Bitcoin eben diese Knappheit hat. Es gibt Stand heute knapp 18,8 Millionen Bitcoins. Und die Grenze von 21 Millionen Bitcoins wird niemals überschritten. Das heißt, Bitcoin ist knapp, Gold ist eben auch knapp. Und wir haben so eine verlaufende Kurve von der Angebotsmenge von Bitcoin. Jahr für Jahr, Tag für Tag wird es ein bisschen mehr Bitcoin. Und irgendwann in einigen Jahrzehnten werden wir diese Grenze von 21 Millionen erreichen. Und insofern ist es ähnlich wie Gold, weil bei Gold muss ich auch Ressourcen aufwenden, um zum Beispiel Gold zu schürfen. Ich brauche Diesel und Mitarbeiter und eine Goldmine und so weiter, viele Ressourcen. Und in ähnlicher Weise ist es eben bei Bitcoin auch, da brauche ich Rechenzentren, ich brauche Strom und ich brauche Mitarbeiter. Und die Computer versuchen dann Bitcoins zu schürfen, Bitcoins zu erzeugen. Das ist dann natürlich unweigerlich verbunden mit dem Thema Stromverbrauch. Allerdings ist es so, dass der Stromverbrauch per se eigentlich ja neutral ist. Ja, sonst dürften wir auch kein Handy haben, keine Rechenzentren, kein Netflix, gar nichts. Deswegen muss man eigentlich eher immer hinterfragen, was ist denn das für Strom, der hier verbraucht wird. Das ist einerseits natürlich Strom aus erneuerbaren Energien, aber eben auch leider aus braunen Quellen, also zum Beispiel Gas, Kohle oder Öl. Und da kommt natürlich dann auch die berechtigte Kritik derzeit her, dass Bitcoin eben sehr wohl einen hohen CO2-Footprint hat aufgrund des hohen Stromverbrauchs. Also Bitcoin ist, wie gesagt, nur eine Kryptowährung. Es gibt sehr viele Kryptowährungen. Die Nummer zwei zum Beispiel heißt Ethereum. Und bei Ethereum handelt es sich technisch gesehen um eine ähnliche Plattform, die aber auch schon wieder technisch gesehen weiterentwickelt ist. Und Ethereum könnte man eigentlich eher beschreiben als so eine Art weltweite Infrastruktur, wo man verschiedene Assets, also Vermögensgegenstände, obendrauf abbilden kann. So ist es so, dass jetzt hier in Europa, auch anderswo in der Welt, begonnen wird, zum Beispiel Wertpapiere oder auch ganze Währungen auf Basis von Ethereum abzubilden. Es gibt zum Beispiel den Dollar auf Ethereum-Basis. Es gibt auch erste Schuldverschreibungen auf Ethereum-Basis. Und insofern ist Ethereum aus meiner Meinung zu Recht durchaus die Nummer zwei der Kryptowährung geworden. Und neben Bitcoin und Ethereum gibt es dann natürlich noch unglaublich viele weitere Kryptowährungen, also wirklich Tausende. Aber da muss man natürlich auch skeptisch sein. Teilweise sind die technisch wackelig, teilweise ist es schwierig zu verstehen, was die im Einzelnen machen. Das heißt, der Laie sollte sich vielleicht am Anfang zunächst einzig und allein mit Bitcoin und Ethereum beschäftigen. Selbst das ist eben dann leider doch auch schon sehr komplex. Also mit Bitcoin ist immer die Frage, wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Momentan sind wir so im... Bei Bitcoin ist natürlich immer die Frage, wo gehen wir hin? Viele Leute meinen, das ganze Thema verschwindet wieder. Ich bin da ehrlich gesagt anderer Meinung. Ich sehe es so, dass es wirklich eine brillante Technologie ist, die hier entstanden ist. Und in dem Fahrwasser von Bitcoin sind ja auch ganz andere Technologien schon entstanden im Bereich der DLT, also Distributed Ledger Technologien. Und ich glaube, dass diese Technologien mittelfristig die Infrastruktur werden für den Kapitalmarkt, also für alles, was mit Finanzwesen zu tun hat. Potenziell auch für digitale Währungen, wie zum Beispiel den Euro auf Blockchain-Basis und ähnliches. Das wird man sehen, aber dass es quasi eine Blase ist, die sich wieder ergibt und in sich zusammenfällt, das glaube ich definitiv nicht. Wenn man sich mit der Technologie beschäftigt und zum Ergebnis kommt, dass es wirklich eine tolle Technologie ist, die auch zunehmend Verbreitung findet, dann könnte man eigentlich eher zum Schluss kommen, dass der Bitcoin-Preis durchaus auch noch steigen könnte, weil auch zunehmend neue Nachfrage in dem Markt entsteht.